Heute haben wir uns 5 Tipps zur richtigen Anlagenänderung überlegt. Gewerbliche Betriebsanlagen oder gerne auch andere Anlagen, also Abfallbehandlungsanlagen oder Anlagen nach Emissionsschutzgesetz, Kesselanlagen, werden ja ganz selten neu genehmigt. Viel öfter ist der Fall, dass die Anlage schon besteht und dann eben eine Änderungsgenehmigung dafür erforderlich ist. Und wie man das richtig macht, erklären wir euch heute. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Niederhuber von der Umweltrechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Und unser erster Tipp ist die ganz simple Frage, bevor ich mich damit auseinandersetze, was genehmigt werden soll. Was ist eigentlich schon genehmigt? Dazu muss man wissen, dass Anlagenstandorte oft schon 100 Jahre auf dem Buckel haben. Die Anlage verfügt über eine Vielzahl an Bescheiden. Und man sollte sich zunächst einmal die Mühe machen, nachzugraben, was denn diese Bescheide alles abdecken. Und wenn der Bescheid nichts hergibt, dann muss man in die Verhandlungsschrift schauen. Und wenn die auch nichts hergibt, dann muss man vom Dachboden die Projektsunterlagen herausholen und nachsehen, ob vielleicht das Zwischenlager, das ich heute genehmigen will, schon in den 70er Jahren von der Gewerbebehörde bewilligt wurde. Also da erlebt man ganz nette Überraschungen. Zweite Frage oder zweiter Tipp. Über welche genehmigten Kapazitäten verfügt meine Anlage eigentlich? Ich will sie jetzt erweitern hinsichtlich ihrer Kapazitäten, muss aber zunächst einmal feststellen, was ist denn in der Vergangenheit bewilligt worden? Auch da geben oft die Bescheide wenig her. Und wenn man nichts findet in Bescheiden, Verhandlungsschriften oder Projektsunterlagen, dann gilt der Judikaturgrundsatz, dass die maximale technische Kapazität der Anlage anzusetzen ist. Und nicht irgendwelche Durchschnittsszenarien, das findet sich nämlich oft in den Unterlagen, irgendwelche Durchschnittsszenarien des Anlagenbetriebs, sondern die maximale technische Kapazität. Dritter Tipp. Wie vermeide ich die UVP-Pflicht? Es gibt ja einige wenige Anlagenbetreiber, die sozusagen freiwillig und voller Freude ein UVP-Verfahren durchführen. Die meisten wollen die UVP-Pflicht aber vermeiden. Und das kann tricky sein und schwierig sein. Hier empfiehlt es sich im Zweifelsfall, ein Feststellungsverfahren durchzuführen und das Ganze sozusagen in einen rechtssicheren Hafen zu bringen. Vierte Frage, wieder eine komische Frage, bin ich überhaupt bei der richtigen Behörde? Wir sind in Österreich und in Österreich ist das Anlagenrecht heillos zersplittert. Meine AWG-Anlage ist vielleicht eine GEWO-Anlage oder vice versa. Meine MINROC-Anlage unterliegt vielleicht der Gewerbeordnung. All das muss man sich in der Ruhe ansehen und bevor man zur Behörde geht, schon geklärt haben, weil auch die Behörden gelegentlich bei dieser Frage Unsicherheiten zeigen und sich eben auch nicht ganz so im Klaren sind, wie das richtig zu beurteilen ist. Mein fünfter Tipp, in welcher Verfahrensart möchte ich meine Änderung überhaupt abwickeln? Brauche ich ein ordentliches Verfahren mit voller Nachbarbeteiligung oder vielleicht sogar mit NGOs dabei? Oder ist meine Änderung eh weniger auswirkungsintensiv und ich kann vielleicht nur ein bloßes, vereinfachtes Verfahren oder Ansägeverfahren ohne Nachbarbeteiligung durchführen? Oder nach der letzten Novelle der Gewerbeordnung, da gibt es ja auch manche Fälle, die genehmigungsfrei gestellt wurden, der Maschinentausch oder die emissionsneutrale Änderung. Wenn man all das berücksichtigt, hat man meiner Meinung nach einmal die wichtigsten Klippen umschifft. Damit ersparen Sie sich natürlich nicht, dass Sie Ihr Projekt vernünftig planen, dass Sie das mit Behörde und Sachverständigen abstimmen und dass Sie dann eben ein vernünftiges Genehmigungsverfahren durchführen und dann hoffentlich irgendwann erfolgreich Ihre Änderungsgenehmigung von der Behörde bekommen.